Einen wunderschönen guten Vormittag zusammen und herzlich willkommen zur 75. Folge vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Singleplay mit mir, Augen und Risa. Ich hoffe, euch allen da draußen geht's gut und ihr freut euch auf eine neue Folge. Wir fahren von Luga in Russland nach Vilna in das hier in Estland. Ich meine nach Litauen hier runter, und zwar mit einem Renault T-High Sleeper mit 520 PS. Wir liefern 22 Tonnen leere Paletten aus. Wir fahren von nachts in den nächsten Tag hinein, von knapp 610 Kilometer. Geschätzte Fahrzeit dauert zwischen 30 bis 45 Minuten. Wir fahren jetzt auch direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Rechts ab. Sechs Punkte gefehlt zum ersten
starkes Sieg so an dem Tag. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich am Montag keine Videos aufgenommen habe, das lag daran, dass ich morgens eben gefangen in meiner OP war. Ich ja eh öfters im RP und ja, mittags war ich dann bei meiner Oma beim Mittagessen gewesen und mittags waren in unserem Sportheim Renovierungsarbeiten gewesen, also vom Restaurant. Da haben sie alle alten Tische, Stühle und Bänke rausgeschmissen, weil die es dort italienischer haben möchten, also im italienischen Stil und Ambiente. Und deshalb konnte ich am Montag keine neuen Kegel-Videos für euch aufnehmen. Aber es wird natürlich noch nachkommen. Aber ich habe trotzdem 100 Kugeln gemacht. Da habe ich 430 Punkte gespielt. Dann habe ich noch mit zwei Jungs trainiert, die gekommen sind. Da habe ich beim normalen 120er Wurfmodus, wie viel habe ich da gespielt? Immer geradeaus. Da habe ich irgendwie knapp 450 oder 440 gespielt. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Ja, falls ihr euch fragt, warum so wenig Videos von mir kommen, fehlt irgendwie die Motivation dazu, neue Videos für euch aufzunehmen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das geht nicht um mich als YouTuber, sondern es geht vielen meiner YouTube-Kollegen und Kolleginnen so. Demnächst rechts abbiegen. Polizei überholen.
rechts ab. Ja, jetzt am Samstag kann man unser letztes Auswärtsspiel der normalen Kick-Saison. Und da geht es dann vormittags nach Waldtriensen in Rems-Murr-Kreis. Mal schauen, wie es dann für uns dort laufen wird. Gerade stehen wir ja auf Platz, Tabellenplatz 2. Und am 11. Mannschaftspunkt, der liegt mal hinten auf den, hinter dem ersten Platz. Und eine Woche später haben wir unser letztes Heimspiel der Kick-Saison gegen Brackenheim. Und danach wollen wir an dem Tag noch essen gehen. Wir wissen aber noch nicht so genau, wo wir essen gehen.
Problem. Ich finde eine neue Route. Nein, du brauchst keine neue Route finden. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, das ist doch gar nicht was rutsch. Schäfer. Schaut dann immer weg. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Geradeaus.
Ja, bei mir am RP läuft gerade auch wieder gut. Ich habe insgesamt 59.000 Dollar auf der Bank. Aber schon vor einer Woche ein eigenes Auto im RP gekauft. Mit 20k. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, lasst euch überraschen, wann auch der nächste Livestream von mir Links rechts kommt. abbiegen. Entweder auch hier auf YouTube oder auf Twitch. Muss ich mal schauen, was ich dann für euch Biegen rechts ab. oder mit euch gemeinsam zocken werde. Ich habe ja auch vor ein paar Wochen auch neue Bus-Mod zugeschickt bekommen von einem meiner treuen Abonnenten. Das ist also Facebook in einem Pack sind 8 verschiedene Facelift drinnen. Aber die habe ich in der Busauswahl genau. Zu zwei nicht gefunden. Keine Ahnung, warum. Und ich kann ja auch den Namen von dem Ordner ja auch nicht ändern im Vehicles-Ordner, weil da eine Datei drin ist, die man nicht verändern kann. Mit dem Namen, wisst ihr? Ich finde auch hier in ETS 2 gar nicht mehr so viele Städte zu befahren. Zwischen 5 bis 10 Städte sitzt noch. Dann haben wir alle durch. Also ohne die neuen DLCs, ne? Da habe ich dann alle Städte durch. Fahren kann ich noch 280, komm, das langt. Demnächst links abbiegen. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
schauen mal, wie viel Geld ich am Ende bekommen werde, ob wir die 1 Million Euro schaffen. Demnächst rechts abbiegen. Das ist eine gute Frage. Biege nach rechts ab. Ist hier schnell genug. Fahre die letzten 110 Kilometer, kann ich noch die Folge in unter 30 Minuten schaffen. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts abbiegen. Nee, ich habe nicht mehr. Biege nach rechts ab. Schade. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. 30 von 35 Städten. Hier bald die Kuh. Immer geradeaus. Biege nach links ab. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
sind fertig. Ja, wir sind fertig. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und euch mein Kanal gefällt und auf YouTube angemeldet seid, würde ich mich sehr gerne über ein kostenloses Abo von euch freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst gerne auf dem Video gerne den Daumen nach oben da. Schreibt gerne eure Fragen, eure Wünsche gerne mich in die Kommentare. Folgt mir gerne bei Instagram, bei Discord und auf Twitch. Links dazu findet ihr wie immer in meiner Kanalinfo. Da gibt es auch einen Link zu meinem YouTube-Kanal. Den dürft ihr gerne mit euren Freunden teilen auf Social Media, mich kostenlos zu unterstützen. Und das war unser LKW, unser Renault High Sleeper mit 520 PS von Luca nach Vilna. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt alle gesund, baut kein Mist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, der Julian fährt wieder durch Europa. Also bis zum nächsten Mal. Mache wieder Chi und Servus. Tschüss.